Frust, Langeweile, tote Hose. Alvin Derris fährt alleine mit seinem Taxi durch Erkelenz im Kreis Heinsberg. An den Karnevalstagen brummte sein Geschäft noch. Dann kamen die ersten beiden Corona-Fälle. Seitdem ist alles anders. Wir fahren für Tagespflegen. Das heißt, wir haben 6 Tagespflegen, wobei 4 geschlossen haben zurzeit. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge, die Rollstuhlfahrzeuge generell alle stehen. Und dass ich auch Mitarbeiter zu Hause lassen muss, weil einfach keine Aufträge da sind, weil ich die Arbeit für die Jungs nicht da habe. Wer braucht hier ein Taxi? Die Städte und Dörfer sind wie ausgestorben. Viele bleiben zu Hause. Kindergärten und Schulen sind geschlossen. Corona hat die Region fest im Griff. Es gibt die Versammlung, ist abgesagt. Ich bin mal gespannt, ob das morgen noch durchgeht, ob das schon mal auf dem Anrufbeantworter steht. Hier ruft keiner mehr an, um zu reservieren. Auch bei der Waldschenke im Selfkant im Kreis Heinsberg ist man ratlos. Seit dem Ausbruch des Coronavirus sind die Reservierungsbücher leer. Ich weiß gar nicht, mit dem Angelverein nächste Woche, ob die überhaupt kommen. Da habe ich noch nichts zugehört. Die Waldschenke liegt nur 4 Kilometer von Gangelt entfernt. Dort, wo das Virus zum ersten Mal aufgetreten war. Nun will keiner mehr den großen Festsaal für 200 Personen buchen. Vor allem größere Tische werden derzeit storniert. Also vor Karneval hatten wir noch 3 Feste in der Woche. Das war also, normal ist das eine ruhige Zeit. Und wir hatten direkt nach Karneval 2 Geburtstagsfeiern. Freitags eine, samstags eine, sind beide abgesagt worden, weil Leute in Quarantäne sind und weil sie eben Angst haben vor dem Coronavirus. Die Teller unangetastet. Die Salatbar wird erst gar nicht mehr aufgefüllt. Für wen auch? Bei Alvin Derris in Erkelenz stehen die Taxis auf dem Hof. Von seinen 26 Mitarbeitern sind 8 derzeit zu Hause. Alvin Derris ist selbstständig. Er ist darauf angewiesen, dass das Geschäft läuft und trägt Verantwortung für seine Mitarbeiter. Dass ein Virus so einen großen Einfluss auf sein Geschäft nehmen würde, hätte der 55-Jährige mit all seiner Erfahrung nicht für möglich gehalten. Nee, in dem Ausmaß nicht. Man hört zwar immer, was so auf der Welt geschieht und so weiter, aber dass es uns hier mal so treffen könnte, nee, da hat man nicht mit gerechnet. Hat man sich auch keine Gedanken zu gemacht, ganz ehrlich. Überall sind die Menschen von den Auswirkungen des Virus überrascht. Auch in Bonn. Leo, kommst du mal bitte? Das ist Leo. Er ist 9 und darf nur bis zur Tür. Hallo. Leo lebt in Quarantäne. Wir haben keine Angst vor dir, aber bleiben trotzdem ein bisschen zurück. Wie geht's dir denn? Gut. Gut? Ist langweilig? Schon, muss im Haus bleiben. Ja, ich habe Freunde, die sind Nachbarn. Aber trotzdem darf ich sie nicht besuchen. Leo darf nicht mal in den Garten. Nur seine Familie darf ihn sehen. Banges Warten. Man will halt gerne das Testergebnis haben, damit man nach vorne gucken kann. Aber Fakt ist, dass die Schule 2 Wochen geschlossen ist. Das ist für uns jetzt nicht so schön. Wir müssen arbeiten und müssen jetzt gucken, wie wir das Kind beschäftigen. Leo besucht die Clemens-August-Grundschule in Bonn. Ein Schulbetreuer hatte sich mit dem Virus infiziert. Alle 185 Schüler wurden daraufhin erst einmal in häusliche Quarantäne geschickt. Leos Mutter Christina Stahl hat viele offene Fragen. Ja, das Absurde ist, dass eben noch kein Testergebnis vorliegt. Aber wir Eltern dürfen das Haus verlassen und mein Sohn steht in Quarantäne. Das ist schon sehr eigenartig. Rein theoretisch könnte ich auch infiziert sein. Wir fragen nach bei der Stadt Bonn. Die hat bei den Quarantäneregeln klare Vorgaben. Die Stadt Bonn richtet sich da nach den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes. Und dort ist klar festgelegt, dass nur jene Personen, die in direktem Kontakt mit einem positiv Getesteten gewesen sind, unter Quarantäne gestellt werden müssen. Aber die Eltern sind wiederum in Kontakt mit den Kindern. Das ist richtig, aber wir haben keine Handhabe, sie unter Quarantäne zu stellen. Das wäre Freiheitsberaubung.
Der Schulbetreuer von der Clemens-August-Grundschule hatte sich Mitte Februar mit dem Virus infiziert. Er war auf einer Karnevalsveranstaltung in dem Ort, über den momentan alle reden. Gangelt im Kreis Heinsberg. Hier leben die meisten Infizierten in Deutschland. Ein Ehepaar hat in dem Ort Karneval gefeiert und so das Coronavirus verbreitet. Nun ist nichts mehr von Karneval zu spüren. Die Straßen sind ausgestorben. 1000 Menschen mussten in Quarantäne. Fast jeder kennt Betroffene. Das Kebabhaus mitten in Gangelt ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Gemeinde. Doch auch hier geht kaum noch einer essen. Wir haben vorgestern weggeschmeißen, gestern auch weggeschmeißen. Seit Mittwoch werden alles aufräumen und wieder wegschmeißen. Normalerweise haben wir mit unseren Kunden immer ganz guten Kontakt. Reden wir, sprechen, hallo, wie geht's Ihnen, so. Mit Chefin auch so, jeder Kunde. Aber diese Momente kommen direkt, wir geben die Tasche so, die nehmen so Tasche und weg. Weißt du, das ist echt ganz anders. Wenige Häuser weiter, ebenfalls Krisenstimmung. Die Hausarztpraxis von Dr. Hoppe muss schließen. Die Behörden wollen verhindern, dass Infizierte hierher kommen. Nun organisiert der Arzt Hausbesuche. Er selbst kann sich nicht wirksam schützen, denn es fehlt fast an allem. Dr. Hoppe fühlt sich alleine gelassen. Mundschutz ist nur sehr begrenzt und Masken, die müssten ja quasi dann auch antiviral sein. Das sind ja die normalen nicht. Die sind für uns nicht mehr verfügbar, überall, wo wir anrufen. Wir können keine bestellen, auch nicht bei denen wir sonst bestellen. Selbst Desinfektionsmittel wäre Ende nächster Woche so langsam zu Neige gegangen. Da müssen wir dann auf normalen Alkohol zurückgreifen. Man hätte sich schon wünschen können, dass mehr kommt. Ja, weil bisher habe ich keinen gesehen hier. Nur einen Tag später die Nachricht. Der Arzt muss selbst in Quarantäne, weil er Kontakt zu infizierten Personen hatte. 2 Wochen muss er zu Hause bleiben. Der Kontakt zu ihm jetzt nur noch per Videoanruf. Dr. Hoppe ist frustriert darüber, wie Stück für Stück die gesamte ärztliche Versorgung in Gangelt und Umgebung erlahmt. Das sind hier im Kreis mindestens 60 Personen, die in den 3 Krankenhäusern einfach weggefallen sind, weil die selber in Quarantäne sind. Das heißt, auch da die normale Versorgung ist ja schon runtergefahren. Operationen, die nicht notwendig sind, Betten, die geschaffen werden müssen. Und um diese Jahreszeit sind eigentlich die Krankenhäuser voll. Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel fehlen offenbar bundesweit. In vielen Apotheken ist der Hinweis schon angebracht. Wir sind ausverkauft. Wann es Nachschub gibt, unklar. Der Kölner Apotheker Thomas Preis versucht, die Kunden aufzuklären, vielleicht auch dem einen oder anderen den Kauf eines Desinfektionsmittels auszureden. Die Hände waschen, Seife oder Seifenersatzprodukte, die helfen schon sehr, dass die Viren nicht übertragen werden. Wichtig ist auch eine allgemeine Hygiene, dass sie also zum Beispiel in die Armbeuge husten oder niesen oder eben auch ihre Arbeitsräume und zu Hause öfter lüften. Das sind wichtige Maßnahmen. Deshalb ist eine Desinfektion nicht unbedingt notwendig. Die Apotheke hat noch Restbestände von Desinfektionsmitteln. Das hat sich herumgesprochen. Eigentlich sind diese Sprays eher für Wundheilung gedacht, aber alles andere ist eben weg. Darauf sind unsere Händler nicht vorbereitet gewesen und auch die Produzenten nicht, weil so eine exponentielle Steigerung ist nicht zu erwarten gewesen. Und deshalb ist der Markt jetzt leergefegt und es gibt diese Produkte im Allgemeinen nicht mehr. Sicherlich gibt es noch Händler, die die Ware gezielt an Krankenhäuser, die operieren müssen oder auch an Ärzte ausliefern. Das ist wichtig, damit unser Gesundheitswesen weiter gut funktioniert. Desinfektionssprays verkauft der Apotheker noch an Privatpersonen. Aber keine Mundschutzmasken. Sie würden dringender in Krankenhäusern benötigt. So wie in Essen. Auch hier gibt es den ersten bestätigten Corona-Fall.
Der ärztliche Direktor Jochen Werner hat in der Universitätsklinik am Morgen eine Krisensitzung einberufen. Unter anderem, weil das Material knapp werden könnte. Viele Produkte werden in China hergestellt, sie werden dann exportiert. Und es gab eine Reihe von Lieferungen, die schon wieder zurückgezogen wurden, auch um in China die Versorgung quasi sicherzustellen. Und vor dem Hintergrund sind alle Krankenhäuser damit befasst, zu überlegen, was haben wir, wo haben wir vielleicht Lücken, wie müssen wir vielleicht unsere Abläufe umstrukturieren. Es gibt immer mehr Verdachtsfälle. Das Ärzteteam trifft sich zur Frühbesprechung. Oberärztin Randi Mannegold hatte am Wochenende Dienst. Wir haben heute Morgen hier 4 Patienten in der Notaufnahme, wo die Diagnostik auf Coronavirus 19 aussteht. 4 Verdachtsfälle von vielen, die dachten, sie könnten sich mit Corona infiziert haben. Die Uniklinik in Essen ist die größte im Ruhrgebiet. Oberärztin Randi Mannegold hatte viel zu tun in den letzten Tagen. Bei uns haben sich am Wochenende schon einige Patienten vorgestellt, die mit fieberhafter Symptomatik große Sorgen hatten, jetzt möglicherweise am Coronavirus 19 erkrankt zu sein. Diese Patienten haben wir jetzt erstmalig auch hier in größerer Zahl getestet am Wochenende. Das waren 34 Patienten insgesamt. Wir haben jetzt noch ein paar Patienten hier, die auf ihre Ergebnisse noch warten. Hier habe ich eine Patientin, zu der ich jetzt einmal reingehe. Die Schutzkleidung lässt die Ärztin nach der Untersuchung im Patientenzimmer zurück, damit sie niemanden ansteckt. Randi Mannegold warnt davor, einfach so unbegründet ins Krankenhaus zu kommen, nur um abklären zu lassen, ob man sich mit Corona infiziert hat oder nicht. Patienten, die einfach nur Husten, Schnupfen und Fieber haben, testen wir hier mittlerweile gar nicht mehr. Wir nehmen nur Patienten überhaupt in die Tests, die wir auch stationär aufnehmen müssen. Also wer nicht so krank ist, dass er im Krankenhaus behandelt werden muss, wird auch nicht getestet, auch bei uns nicht. Für diejenigen, die tatsächlich Verdachtsfälle sein könnten, sind in fast allen Kliniken in Deutschland mittlerweile separate Eingänge und Wartezimmer eingerichtet worden. Nicht nur Masken und Desinfektionsmittel sind derzeit Mangelware. Rocco Caposo macht einen Kontrollgang durch seinen Supermarkt in Schorndorf bei Stuttgart. Grüß Gott miteinander. Ist leer, ja. Leider. Am Wochenende haben die uns wirklich den Laden auf den Kopf gestellt. Ja. Gerade was Konserven betrifft. Ja. Konserven, aber auch haltbare Lebensmittel wie Nudeln wurden in deutlich größeren Mengen gekauft als sonst. Ausmaße wie an Weihnachten. Also definitiv hat uns etwas überrumpelt, das Ganze. Man kann sagen, wir haben hier im Markt an die 50% Zuwachs gehabt gegenüber dem letzten Jahr in der gleichen Zeit. Vor allem auf ein Produkt scheinen es die Hamsterkäufer besonders abgesehen zu haben. Thema Toilettenpapier, man braucht das Toilettenpapier ja sowieso. Dann nimmt man anstatt 2, nimmt man 5 Päckchen mit, falls es noch schlimmer kommen könnte. Ne? Wo haben wir Desinfektionsmittel? Wo habt ihr das reine Desinfektionsmittel? Die Mitarbeiter arbeiten auf Hochtouren, um die Waren aufzufüllen und räumen alle Vorräte in die Regale, die sie noch finden können. Rocco Caposo musste einige seiner Angestellten sogar aus dem Urlaub zurückholen, um der Lage wieder Herr zu werden. Das ist ja Blödsinn. Die Leute kaufen wie verrückt, 9 Grad, als tut der Krieg ausbrechen. Es besteht überhaupt kein Anlass dazu. Ich verstehe es auch nicht. Wir waren am Freitag nicht da und haben dann am Samstag auch nicht. Wir haben dann am Sonntag gehört, dass die Regale leer sind. Also wir haben es nicht verstanden. Mich hat es gewundert, dass es eine Seife gibt. Weil das ist ja wichtiger für mich. Seife gibt es also noch. Überhaupt, es bestehe kein Nachschubproblem. Jetzt wird eben nachbestellt. Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland eine Unterversorgung haben. Ich glaube, das ist jetzt, das hat uns überrascht, das hat alle überrascht, das Thema. Das holen wir die nächsten Tage auf und dann sind wir wieder eigentlich, sind wir eigentlich safe. Und das dürfte die künftigen Hamsterkäufer freuen. Auch der Nudelnachschub ist gesichert. Zurück im Kreis Heinsberg, die Region, die sich immer noch im Krisenmodus befindet.
Viele haben sich freigenommen, müssen ihre Kinder betreuen, weil Schulen und Kindergärten geschlossen haben. Bei Familie Schreder in Klinkum sind Freunde zu Besuch. Die Kinder sind alle dabei. Keine angeordnete Quarantäne, aber inzwischen fühlt es sich fast so an. Selbst die Kinder sind sich unsicher, ob es so cool ist, immer noch schulfrei zu haben. Eigentlich freut man sich natürlich, dass frei ist, aber jetzt werden die ganzen Klausuren verschoben, jetzt fehlen jetzt die ganzen Stunden, der Stoff muss irgendwie nachgeholt werden, das wird wahrscheinlich jetzt ziemlich stressig werden. Nach einer Zeit wird einem halt schon langweilig, wenn wir zu lange frei haben, aber ich lerne dann einfach für Klassenarbeiten oder die Lehrer schicken ja jetzt auch Aufgaben, die bearbeite ich dann. Also man findet es halt nicht schön, dass oder auch nicht beruhigend, dass dann vor der Tür so ein riesiges Virus ist. Und man hat halt einfach auch tatsächlich ein bisschen Angst davor. Aber am Ende ist es dann vielleicht doch gar nicht so schlimm. Vielleicht ist auch die Angst einfach viel größer als das Virus selbst. Die Schulen sollen noch bis zum Wochenende geschlossen bleiben. Betreuung für die Kinder zu finden, ist sehr schwer. Also Gott sei Dank haben wir ja hier bei uns am Hof relativ viele Kinder immer rumlaufen, die sich untereinander halt treffen und spielen können. Der Cousin und die Cousine wohnen direkt gegenüber. Deswegen ist es relativ leicht bei uns, die Kinder halt irgendwie zu beschäftigen. Ansonsten ist natürlich ja, Lagerkoller auch mal mit dabei, dass man sich auf den Nerv geht. Und da muss die Tür natürlich mal aufgemacht werden und die Kinder mal auf den Hof gejagt werden, dass sie draußen ein bisschen spielen können. Ja, war schon sehr erschreckend die ersten Tage. Da war, muss ich auch sagen, hier ist, glaube ich, schon ein bisschen Panik auch in der Umgebung. Jetzt glaube ich, mittlerweile hat es sich ein bisschen gelegt. Familie Schreder bekommt noch mehr Besuch. Christian Herrmann ist mit seinem Sohn Ben vorbeigekommen. Den 15 Monate alten Jungen treffen die Vorsichtsmaßnahmen zu Corona besonders hart. Eigentlich sollte es in Wegberg am vergangenen Wochenende für Ben ein Benefizkonzert geben. Aber es musste jetzt abgesagt werden. Dabei wäre es wichtig gewesen, Geld zu sammeln. Denn Ben leidet an einer seltenen Muskelschwäche, an spinaler Muskelatrophie Typ 2. Unbehandelt kann Ben an Atemversagen irgendwann sterben. Kinder sollen angeblich bis zum 10. oder 20. Lebensjahr nur altern können. Und das reicht uns einfach nicht. Wir möchten gerne, dass unser Kind uns überdauert und den normalen Weg geht. Die Behandlung für Ben ist sehr kompliziert. Das Medikament ist fast nicht zu bekommen, weil die Produktion so aufwendig ist. Und ob die Krankenkasse zahlt, ist unsicher. Denn es kostet rund 2 Millionen Euro, das teuerste Medikament der Welt. Mit dem Konzert wollten die Musiker Geld sammeln, aber auch auf den Fall aufmerksam machen. Die Band Klötschköp ist bekannt in der Region. 600 Zuschauer sollten kommen. Enttäuschung ist natürlich sehr groß. Ne? Es war halt alles geplant, es war schon fix. Wir waren alle parat, es sind weit über 25 Musiker, inklusive Kinderchor. Also wir waren alle natürlich, ich sag mal, heiß wie Frittenfett drauf, um zu helfen, um halt auch wieder zusammen Musik zu machen, was uns Spaß macht. Ja, das ist natürlich jetzt schade, dass es dann jetzt dadurch nicht stattfindet. Ne? Die Familie versucht auch, einen Arzt zu finden, der dem Jungen, egal ob hier oder im Ausland, das Medikament verabreichen könnte. Je früher Ben es bekomme, desto besser wirke es, sagt der Vater. Die Aufmerksamkeit wird jetzt auf das Virus gelenkt. Das ist für uns natürlich schrecklich, weil gegen uns läuft die Zeit. Und wir haben keine Minute zu verschwenden oder zu vergeuden, um weiterzukämpfen, um eben halt die Gentherapie Ben zu ermöglichen. Die Band packt die Instrumente erst einmal wieder ein. Irgendwann wolle man das Konzert nachholen. Aber momentan sei ja völlig unklar, wie das hier mit dem Virus weitergehe. Wann sich die Leute überhaupt wieder trauen würden, ein Konzert zu besuchen. Wie soll man mit Massenveranstaltungen umgehen? Während in Mönchengladbach alle Besucher aus Heinsberg gebeten werden, dem Fußballspiel gegen Dortmund fernzubleiben, lief in Köln alles normal am vergangenen Wochenende. 50.000 kamen, um den FC gegen Schalke 04 zu sehen. Eine Atemmaske trug hier keiner. Ein bisschen ein mulmiges Gefühl im Magen schon. Eigentlich sollte man ja unbedingt Massenveranstaltungen meiden. Auf der anderen Seite, das Spiel ist schon wichtig für alle Beteiligten und man will seinen Verein auch nicht im Stich lassen.
schwierig. Ich bin männlich und habe das entsprechende Lebensalter und über die Qualmerei eine vorgeschädigte Lunge. Also wenn es einen erwischt, dann mich. Aber ja, es ist halt so, das Leben ist eben nicht ohne Risiko. Der Coronavirus ist genauso präsent wie jeder Grippevirus, denn trotz sich seit 70 Jahren. Da geht's. Da macht man sich ein bisschen sauber. Da macht man, sich ein bisschen sauber. Und dann ist man, und man hat Freunde. Ja, und genau das. Ganz einfach. Also. Und das dürfen Sie auch mit reinnehmen? Ich hoffe es. Ja, diese Historie, finden wir, also finde ich, übertrieben. Ne? Genau. Wichtiger sind 3 Punkte für den FC. In dieser Fußballkneipe wird auf engstem Raum gejubelt und diskutiert. Dann nehmen Sie das Risiko in Kauf, sich anzustecken. Ja. Ich probiere mich innerlich zu beruhigen und denke, es ist noch nicht der Moment zur Panikmache. Ich mache mir da gar keinen Gedanken. Außerdem, Alkohol killt doch die Viren. Deswegen. Bier gegen Corona. Und die Heimmannschaft hat auch gewonnen. Dann ist doch alles gut gegangen. Für Leo aus Bonn ist an Fußballschauen im Stadion gar nicht zu denken. Er langweilt sich in der Quarantäne. Weil außer den Eltern niemand das Haus betreten darf, machen sie ein paar Videos mit ihrer Handykamera. Die Situation sei nicht leicht, erzählt die Mutter später. 2 Meter Abstand soll sie von ihrem Sohn halten. Praktisch unmöglich. Mein Sohn ist die Nacht aufgewacht, hat gesagt, er hat einen Albtraum. Und natürlich ist er zu mir ins Bett gekommen. Ja. Geht gar nicht anders. Geht nicht anders. Und wenn es auch so sein sollte, dass ich durch so etwas infiziert werde, dann ist es so. Dann werde ich auch das meistern. Nun heißt es warten. Christina Stahl schaut immer wieder auf ihr Handy, in der Hoffnung, dass irgendwann eine erlösende Nachricht kommt. Uns wurde gesagt, entweder Mittag bis Nachmittag, und wir können auch nicht selber anrufen. Wir müssen also im Grunde genommen warten auf den Anruf vom Gesundheitsamt, die dann sagen, ob positiv oder negativ. Und warum darf man da nicht selber anrufen? Ja, A, haben wir keine Nummer. Und B, glaube ich, ja, die haben einfach gesagt, wir sollen warten. Ne? Also uns geht da eben, die haben gar nicht die Kapazitäten, dass da alle anrufen können und die da die Fragen beantworten. Und erst recht nicht, wenn die Testergebnisse noch nicht da sind. Das dauert halt auch. Ne? Die Mutter braucht Geduld. Sie bekommt die Mitteilung, erst morgen solle das Testergebnis kommen. Das Warten in der Quarantäne geht weiter. Oh ja, Mann. Und wie schaut's? Bescheiden. Bescheiden. Sehr bescheiden. Auch bei Taxiunternehmer Alvin Deres ist Warten angesagt. Jetzt kommen die Fahrer schon persönlich rein. Der Chef weiß, einer seiner Fahrer ist alleinerziehender Vater. Er braucht dringend das Geld, das er durch seine Fahrten verdient. Jeden Tag, den ich zu Hause ist, kommt halt auf gut Deutsch keine Kohle rein. Muss man jetzt so ganz knallhart sagen. Und das ist halt, ja, man muss dann halt mal ab und an schon mal gucken, was und wie noch geht. Ist also wirklich jetzt, bin ich den dritten Tag jetzt schon zu Hause, und das ist, man merkt, ich denke, ich werde es Ende des Monats auf dem Konto dann merken, wenn das Gehalt kommt. Von den insgesamt 16 Taxen sind nur einige wenige unterwegs. 7 Fahrer sind derzeit quasi arbeitslos. Keiner von ihnen bekommt einen finanziellen Ausgleich. Ja, das Schlimmste, was passieren könnte, dass uns mal gesagt wird, wir können dich nicht mehr beschäftigen, weil nichts mehr an Aufträgen reinkommt. Das wäre dann im Grunde genommen der Super-GAU, sag ich jetzt mal. Weil da muss man wieder gucken, wie es dann weitergeht. Und dann über Funk wieder Stornierungen. Im Kreis Heinsberg wissen die Menschen, was Warten bedeutet. Die Kreisverwaltung ist schon seit Tagen für den Publikumsverkehr geschlossen. Sogar eine Mitarbeiterin von Landrat Stefan Pusch hat sich infiziert. Gleich tagt hier der Krisenstab. Pusch hat eine neue Strategie in Sachen Quarantänemaßnahmen. Neue Erkrankungen gibt es auch.
Also wir haben heute Morgen im Krisenstab zusammengesessen. Zwei Dinge waren für uns natürlich interessant. Einmal, wie viele Infizierte haben wir denn jetzt zurzeit festgestellt? Da sind wir bei 104 angekommen. Nächste Frage, wie viele von denen geht es nicht so gut, sprich sind stationär aufgenommen? Da sind wir bei 7 angekommen, wobei insgesamt bei 2 Personen, die entsprechend auch Vorerkrankungen oder entsprechende körperliche Beeinträchtigungen haben, auch ein schwerer Krankheitsverlauf jetzt zu diagnostizieren ist. Der Landrat trifft den Krisenstab. Vor 2 Tagen gab es hier die Entscheidung, die Quarantänemaßnahmen zurückzufahren. Also, ne, wir unterscheiden da sehr, sehr stringent zwischen Personen, die klassisch im Gesundheitssystem tätig sind. Die ziehen wir natürlich mit in entsprechenden Maßnahmen sofort aus dem Verkehr, wenn die nur mit einem Infizierten in Kontakt waren. Wenn aber jemand mit einem Infizierten in Kontakt war und keinerlei Beschwerden hat, dann schickt man den im Moment nicht in Quarantäne. Was ihn dazu bewogen hat und wie riskant das sein könnte, wird gleich Thema der Krisensitzung sein. Zur gleichen Zeit nebenan. Hier sitzen 10 Angestellte, die den ganzen Tag lang die Fragen besorgter Bürger beantworten. Viele wollen wissen, ob sie wirklich nicht mehr zu Hause bleiben müssen, wenn sie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Das ist ja die neue Strategie von Landrat Stefan Pusch. Er hat die Vorgaben aus Berlin über den Haufen geworfen. Wenn ich die streng umsetze, habe ich in ein paar Tagen hier Arztpraxen, Krankenhäuser und alles andere dicht gemacht. Und das kann er offenbar in der Viruskrise nun mal nicht gebrauchen. Man merkt natürlich auch in solchen Situationen schon, wo die Grenzen unseres Gesundheitssystems sind und wie da die Dinge funktionieren oder auch nicht funktionieren. Ich sage mal ganz konkret, wenn ich sage, ich brauche vielleicht in den nächsten Tagen 12 Ärzte, ja, oder ich bräuchte die eigentlich schon gestern, um vielleicht da, wo ich jetzt Mediziner in Quarantäne schicken muss, absehbar für Ersatz zu sorgen, dann zaubert die keiner, ne? Mal eben aus dem Hut. So. Mitten in der Viruskrise fühlt sich auch Landrat Stefan Pusch alleingelassen. Der Kreis Heinsberg sei schon sehr nahe an der Grenze der Belastbarkeit angekommen. Wie gut sind die Politiker überhaupt auf Epidemien wie Corona eingestellt? Es sind die kleinen Momente, die irritieren. Ziemlich unbedacht, die Kanzlerin. Aber sie hatte ihren Krisenmanager, Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister. Ende Januar sah er Corona noch ziemlich gelassen. Wir nehmen auch den Virus sehr, sehr ernst, dürfen aber eben nicht hektisch werden. Und ich finde das eben sehr wichtig, sowohl bei uns in unserer täglichen Arbeit, aber auch in der Informationspolitik, denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund. Vorsichtshalber ließ Spahn trotzdem Deutsche aus China zurückholen und in einer Kaserne abschotten. 2 Wochen Quarantäne. Spahn berief einen Krisenstab ein. Die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland konnte er trotzdem nicht verhindern. Nach Karneval das Eingeständnis. Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie. In Deutschland, die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Seitdem haben die Corona-Fälle in Deutschland rasant zugenommen und es geht weiter. Regierungserklärung am Mittag im Bundestag. Der Bundesgesundheitsminister will aber keine Panik verbreiten. Es wird immer wieder darum gehen, die richtige Balance zu finden. Einerseits zwischen notwendigen Einschränkungen zur Eindämmung des Virus, andererseits unserem Alltag, der weitergeht. Fest steht, der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht. Wo er kann, greift der Bund ein, beschränkt nun den Export von Schutzkleidung. Ansonsten ist das Krisenmanagement Ländersache. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat schon einige Krisen erlebt. Vogelgrippe, Schweinegrippe, jetzt Coronavirus. Und immer wieder gibt's Schwachstellen. Jetzt fehlen Schutzmasken, vor allem für Ärzte. Deshalb kauft das Land 1 Million Masken auf. Also an die Frage, dass das nicht da ist, hat auch keiner in Traum gedacht. Und das ist ja nicht nur ein nordrhein-westfälisches Problem, es ist ja auf der ganzen Welt. Und eine Sache ist völlig klar, dass eine Konsequenz sein wird, wir werden die Unternehmen im Gesundheitsbereich, auch die Krankenhäuser verpflichten, dass man in diesen Fragen einfach mehr hat. Denn Depots des Staates haben immer ein Problem. Du kaufst Riesenmengen. Dann sind die nach 5 oder 6 Jahren abgelaufen, dann kannst du alles verschrotten. Wo die Masken herkommen, sagt er nicht. Dabei setzt ein großer Hersteller in NRW, die Firma 3M in Neuss. Dort wurde die Produktion hochgefahren.
Trotzdem reicht es aktuell nicht. Die Nachfrage weltweit ist riesig. Viele Bürger sind so verunsichert, dass sie Schutzmasken tragen oder auf Vorrat kaufen. Damit hatte die Politik nicht gerechnet. Irgendwie läuft sie dem Coronavirus hinterher. Die Wahrheit ist ja, und das verunsichert vielleicht auch, es gibt keinen Menschen, der Ihnen sagen kann, wie ist die Situation in Nordrhein-Westfalen und in Deutschland in 2 Wochen, in 3 Wochen, in 4 Wochen. Ich weiß es auch nicht. Es kann mir auch kein Virologe sagen. Die Politik in Düsseldorf will die Bürger und die Wirtschaft schützen, ohne das öffentliche Leben lahmzulegen. Wirtschaftlich stellt das Coronavirus Deutschland durchaus vor eine Belastungsprobe. Noch sind die Lager beim Pumpenhersteller Speck im mittelfränkischen Roth gut gefüllt. Doch in den kommenden Wochen könnte es kritisch werden. Mehr als die Hälfte der benötigten Komponenten werden in China produziert. Normalerweise werden jede Woche 3 große Container mit Gusselementen und anderen Bauteilen von dort geliefert. Mehr als einen Monat ist es nun her, seit der letzte Container angekommen ist. Es hängt jetzt stark davon ab, wie lange die Situation noch anhält. Ja. Wenn wir die nächsten Wochen kommen, noch über die Runden, denke ich mal. Ja. Wenn es dann irgendwann mal noch 3-4 Wochen länger dauert, dann werden wir es, denke ich, spüren bei einzelnen Komponenten. Aber schon Ende März könnten erste Aufträge liegen bleiben, weil notwendige Bauteile fehlen. Das Problem ist, viel Ware staut sich momentan in China auf und kann nicht mehr nach Deutschland geliefert werden. Sie haben Schiffe, die nicht gelöscht werden können. Sie haben Häfen, die nicht bemannt sind, ja, in denen jetzt aktuell nicht die volle Kapazität abgerufen werden kann. Ganz anders sieht es 150 Kilometer weiter nördlich aus, im oberfränkischen Schwarzenbach. Die Firma Sandler ist Spezialist für Fließherstellung. Das Material wird vor allem in Windeln, Baustoffen und der Innenverkleidung von Autos verwendet. Und in Atemschutzmasken. Wir haben natürlich versucht, aufgrund der größeren Nachfrage, die so vor 2 bis 3 Wochen doch von allen möglichen Seiten und Kunden an uns herangetragen ist, dieser Nachfrage gerecht zu werden und unsere gesamte Kapazität, die wir zur Verfügung haben, auf diese Produkte natürlich umzustellen. Das Unternehmen hat Erfahrung mit Virusepidemien. Beim Ausbruch der Lungenkrankheit SARS und der Vogelgrippe waren die Fliese aus Schwarzenbach an der Saale auch schon sehr gefragt. Wir können derzeit mit den Kapazitäten in etwa Fließ herstellen für 5 Millionen Atemschutzmasken am Tag. Die Maschinen laufen 7 Tage die Woche rund um die Uhr. Andere Firmen stellen aus dem Fließ dann fertige Atemschutzmasken her. Hier wird hart daran gearbeitet, Engpässe zu vermeiden. Wirtschaftliche Auswirkungen gibt es auch in Essen. Zwar findet die Reise- und Campingmesse statt, aber es kommen nur wenige Besucher. Ein möglicher Grund? Diese Karikatur in einer Essener Zeitung. Das hat sich wirklich ausgewirkt. Ja, das haben alle Leute hier gesagt, also die regelmäßig diese Messestände hier machen für diese Touristensachen. Und wir haben sehr viel weniger Leute gehabt. Andere Messen wie die Leipziger Buchmesse und die Hannover Messe wurden abgesagt oder verschoben. Die in Essen findet statt. Eine richtige Entscheidung? So wirklich glücklich sind die Aussteller nicht. Also wir haben heuer 1/3 der Prospekte gebracht. Also man sieht es auch da, wenn sie im Gang schauen und so. Die Menschen sind auch ganz anders auf der Messe wie sonst immer. Inwiefern? Ja, die sind nicht so aufgeschlossen wie sonst. Ich sag mal, die gehen mehr nachdenklich rüber über die Messen. Eigentlich sollte in Essen bereits die nächste Messe aufgebaut werden, die Sanitärheizung und Klima. Sie war für den 10. bis 13. März geplant. Doch ebenso wie die Hannover Messe wurde sie verschoben, soll nun im September stattfinden. Kosten sind trotzdem entstanden. Wir stecken also sehr viel Geld in Kommunikation, in Werbung, in Presse, in Medien, in Broschüren, um diesen Termin hier hochzufahren. Wir reden also hier wirklich von hohen 6-stelligen Beträgen, um das zu machen. Und dieses Geld ist für den Termin, den wir jetzt hatten, im Grunde verpufft. Wir müssen also nochmal das gleiche Paket nehmen, um dann wieder im September die gleiche Leistung zu machen. Eine Versicherung, die den entstandenen Schaden übernimmt, gibt es nicht. In Bonn warten derweil 185 Grundschüler in Quarantäne auf die Ergebnisse des Gesundheitsamtes. Auch bei Familie Stahl ist die Geduld langsam am Ende. Dann am Morgen die erlösende Mitteilung. Wir haben also Nachricht bekommen,
ne? Und ja, von der Presse und ja, auch so gut wie bestätigt, dass also alle Kinder, alle 185 Kinder negativ getestet worden sind. Und das beruhigt uns natürlich sehr. Aber persönlich noch nicht angerufen? Nee, persönlich warten wir drauf, aber es ist jetzt wirklich schon auf allen Kanälen. Und wie man hört, das Handy bimmelt und macht und tut und es ist irgendwie jetzt doch durch, ja. Leo ist nicht infiziert, aber so richtig glücklich sieht er nicht aus. Erleichtert. Gut. Kannst nicht zur Schule. Obwohl der Test negativ ausgefallen ist, muss Leo in Quarantäne bleiben, Anordnung des Amtes. Seine Familie darf hingegen weiter vor die Tür gehen. Wir sind wieder in Gangelt-Langbroich. Auf der Karnevalssitzung im Dorf war das infizierte Ehepaar. Mittlerweile weiß man, dass damit etliche Menschen angesteckt wurden. Zur Sicherheit waren nicht nur die 300 Besucher der Karnevalssitzung, sondern 1000 Bürger in Quarantäne. Viele von ihnen kommen aus Langbroich selbst. Noch immer ist es sehr ruhig im Ort, viele bleiben zu Hause. Aber mit der Viruspanik scheinen die Menschen gelassen umzugehen. Ja, die meisten Leute, die sitzen ja in die Häuser, weil die nicht rauskommen. Alle, die im Karnevalsverein sind, sind ja so verdächtig. Aber die sind ja alle, oder fast keiner ist ja positiv getestet, nur die paar. Ich denke gar nicht dran, sage ich. Für mich ist eine Kopfsache, ist normale Grippe, auch wenn kommt, dann kommt und geht. In Gangelt ist inzwischen ein Versorgungszentrum entstanden. Hier sollen jetzt alle Patienten mit verdächtigen Symptomen getestet werden, wenn es der Arzt anordnet. Dreharbeiten sind hier verboten. In Eschweiler, knapp 40 Kilometer südlich, dürfen wir mit Schutzmasken rein. Seit dem Mittag werden hier Abstriche gemacht. Arztpraxen und Krankenhäuser sollen so entlastet werden. Getestet werden Menschen, die zwei Kriterien erfüllen. Sie müssen Symptome aufweisen und Kontakt zu einer nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Person ja, gehabt haben. Fieber, Husten. Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen. Okay. Fieber auch? Nee, das nicht. Okay. Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten Fall? Nicht nur zu einem, mindestens vier. Oh. Okay. Die Probe wird nach Köln ins Labor geschickt. Nach 24 Stunden sollen die Patienten Gewissheit haben, ob tatsächlich eine Corona-Infektion besteht oder nur eine normale Grippe. Auch diese Mädchen fühlen sich krank, sollen jetzt getestet werden. Ein Vater beschreibt, wie es seiner Tochter geht. Es stinkt normale Symptome, Kopfschmerzen, ein bisschen Rotznase, nichts Besonderes. Aber man kann es halt nicht einordnen. Man hört so viel Verschiedenes. Es gibt ja ganz leichte Verläufe und schwere Verläufe. Will man jetzt wissen, ob das jetzt nicht eine stinknormale Wintergeschichte ist, die jeder so im Winter mit sich rumträgt oder halt eben der blöde Virus. Ne? Bis zu 400 Abstriche können sie hier jeden Tag machen. Über 10.000 Tests haben sie auf Vorrat. Mit 15 Leuten bedienen sie die Telefonhotline. Die Städteregion Aachen fühlt sich gut gerüstet. Auch an der Charité in Berlin herrscht Hochbetrieb. Hier wird fortlaufend an dem Virus geforscht. Als erstes Kamerateam hatten wir hier die Möglichkeit, im Sicherheitslabor zu drehen. Nachdem der Leiter des Labors, Marcel Müller, eine 30-minütige Sicherheitseinweisung gegeben hat. Im S3-Labor gibt es Unterdruck. Das heißt, die Luft kann immer nur von außen nach innen gesaugt werden. Mhm. Also es kann nicht sein, dass die Luft rauskommt. Wir können immer noch nicht rein. Zuerst müssen wir unsere Kameraausrüstung einpacken. Wenn wir später wieder rauskommen, müssen wir alles desinfizieren. Nach 2 Stunden Vorbereitung geht's in die Schleuse. Das Umziehen dauert wieder eine halbe Stunde. Alle Abläufe richten sich nach einer detaillierten Sicherheitscheckliste. Diese ganze Seite ab hier muss man Handschuhe tragen. Und diese äußeren paar Handschuhe, also wir haben 2 Paar Handschuhe an, die äußeren paar Handschuhe verbleiben hinterher im Labor. Und das untere Paar Handschuh wird dann, bevor wir rausgehen, desinfiziert. Und dann können wir wieder in diesen Bereich, ziehen alle unsere Klamotten aus. Die Außenhaut des Helms bitte nicht mit dem Gesicht berühren, sondern so mit den Händen hier unten aufmachen. Es
Es ist eine eigentümliche Atmosphäre. Ständig wird Luft in den Helm gepumpt. Und dann holt Marcel Müller das Virus, über das alle sprechen. Die Charité hat als erstes Labor in Deutschland das Virus zur Verfügung gestellt bekommen. Unter dem Mikroskop sieht die Probe sogar ästhetisch aus. Aber die Erkenntnisse, die diese Bilder liefern, sind beunruhigend. Wir sehen hier zerstörte Zellen. Also man sieht ganz klar, hier sind lauter Löcher. Normalerweise ist es so eine Art Zellrasen. Hier ist das so ein bisschen dargestellt. Ist relativ, relativ einheitlicher Rasen. Und wenn die Viren in die Zellen eindringen, dann werden die Zellen zerstört. Und das sieht dann so aus wie hier, dass halt dieser Zellrasen zerstört ist. Und die Viren schwimmen jetzt halt hier in diesem flüssigen Medium, das so leicht rötlich zu erkennen ist. Marcel Müller berichtet, die meisten Patienten, von denen die Proben stammen, hatten Erkältungssymptome wie Husten oder Schnupfen. Ist das jetzt eine Nachricht, die Besorgnis auslöst? Es ist zum Teil überraschend, dass wir sehen, dass Patientinnen und Patienten mit relativen milden Symptomen auch sehr viel Virus in den Atemwegen haben. Das hätte ich persönlich jetzt nicht so erwartet. Ja, somit wissen wir auch oder können wir sehen, dass es schwierig ist, natürlich zu sagen, welche Patienten übertragen das Virus und welche nicht. Seit Anfang Februar untersuchen die Forscher das Virus hier im Labor. Seitdem arbeiten sie im Schichtdienst fast rund um die Uhr. Sie müssen schnell mehr über den Erreger erfahren. Wie ansteckend ist er? Wie lang ist die Inkubationszeit? Und vor allem, mit welchem Wirkstoff kann man ihn bekämpfen? Um einige dieser Fragen kümmert sich Virologe Fabian Pott. Er ist auf der Suche nach einem Wirkstoff gegen das Virus. Dafür färbt er die befallenen Zellen bunt ein. Hier sieht man, wie die Viren die Zellen infizieren und nach der Infektion im Prinzip anfangen, diese Zellen grün bzw. rot zu färben. Wenn wir jetzt einen Wirkstoff finden würden, der diese Replikation des Virus unterbinden würde, würden diese Zellen gar nicht erst anfangen zu leuchten, da das Virus nicht mehr dieses Potenzial hat, seine Gene in den Zellen zum Ausdruck zu bringen. Vor dem Verlassen des Labors müssen sich alle wieder desinfizieren. Nicht nur hier wird geforscht. Die Charité stellt auch anderen ausgewählten Labors das Virus zur Verfügung. Das Ziel, schnell einen Wirkstoff zu entwickeln. Das heißt dann aber nicht, dass wir diesen Wirkstoff sofort einsetzen können beim Menschen. Das dauert von der Grundlagenforschung bis zu einem fertigen Medikament, kann das mehrere Jahre dauern, bis alle Zulassungen da sind. Wir können aber einen Shortcut machen und da sind wir auch gerade dabei, dass man Wirkstoffe nimmt, die schon zugelassen sind gegen Coronaviren, gegen SARS. Und die testen wir natürlich auch. Dann könnte man die einsetzen. Ein Medikament zu finden, das Virus bekämpft oder gar einen Impfstoff, das wäre der Durchbruch, auf den alle warten. Darauf hofft auch Taxiunternehmer Alvin Deris, bei dem dann doch noch ein Auftrag reingekommen ist. Er soll einen Fahrgast am Bahnhof aufnehmen, aber irgendwie fährt er auch ein bisschen Sorge mit. Ich weiß nicht, wer einsteigt. Ich kenne den Menschen nicht. Hat das nicht. Damit fängt es ja schon an, die Ungewissheit. Sorge vor einer Ansteckung, Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen, aber auch der Versuch, gelassen zu bleiben. Deutschland ist mittendrin, den Umgang mit dem Coronavirus zu lernen.